Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ganz kurz vorab, die erste Sequenz ist mir einfach verloren gegangen, beziehungsweise ich habe sie einfach gelöscht. Oh mein Gott, ich ärgere mich so. Ich glaube, ich habe in der einfach nur euch Hallo gesagt und dass Annika einfach nur noch eine Woche in Köln ist und dann nach Lissabon für ihr Auslandssemester fliegt. Ich hatte das ja schon mal angesprochen und eigentlich dachte man ja, dass sie das Ganze mit dem Auslandssemester bei ihr nicht klappt. Es hat aber jetzt doch geklappt und wir versuchen jetzt einfach irgendwie so die letzte Zeit, wo sie halt noch da ist, so gut es geht zusammen zu verbringen, was sehr, sehr sad ist. Und ja, haben uns dann auf den Weg zum Sushi-Essen gemacht. Ansonsten bin ich eigentlich jetzt echt sportlich unterwegs. Also ich habe eigentlich einfach diesen Calvin Klein Pullover an. Ich liebe den, den habe ich von Naked. Und so eine weite Hose, die ist ebenfalls von Naked. Und so Sneaker, weil ich bin völlig im Zeitstress, also ich muss eigentlich auch schon los. Deswegen, oh Gott, hier ist sowas aber nicht so ganz richtig. Jetzt muss ich hier nochmal kurz richtig machen. Auf jeden Fall echt kalt, deswegen ziehe ich jetzt auch meinen Caddy-Mantel hier an. Hatte ich wirklich lange nicht mehr an, aber er ist sehr kuschelig. Irgendwie sehe ich aus, als wäre ich. Nee, mit diesen Schuhen und den Sneakern, das geht irgendwie doch nicht mit der Jacke jetzt. Das ist irgendwie too much. Okay, ich glaube, es wird diese Jacke. Okay, jetzt bin ich aber wirklich bereit zu gehen, Leute. Hallo! Okay. Ist das nicht scharf? Oh, warte, ich muss das dann machen. Okay, von auch wenn du Träger bist. Die ist komplett geschlagen. Okay, Leute. Ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Mikoto. Nehmen die Bahn, weil es regnet. Schon gesagt, das ist ein Mikoto für dich. Ja. Das letzte Mal, als ich in einem Blog von dir war, meintest du noch, das aber klappt nicht. Ja. Habe ich auch eben erzählt. Oh. Aber Laura hat schon Flüge gebucht, das hast du bestimmt auch schon erzählt. Das habe ich noch nicht erzählt. Okay, Freunde, da ist Mikoto übrigens. Das ist eigentlich zwischen Rudolfplatz und Zülpi. Ja, direkt an unserer Uni. Also unsere Uni ist da rein, also wir haben mehrere Standorte. Ich freue mich. Es regnet. Es regnet, ja. Unser Sushi ist da. Blubbert einfach richtig. Guten Appetit. Appetit. So, Freunde, ich bin wieder zu Hause und ich war mit Annika Sushi essen. Es war sehr, sehr lecker. Und wir sind jetzt kurz vor 8 und ich hatte überlegt, ob ich noch ins Fitti gehe und ein bisschen Ausdauer irgendwie mache. David hat ein Fußballspiel gerade und ich habe meine Schwester jetzt überredet, dass sie mich jetzt abholen kommt. Also sie wohnt ja ganz hier in der Nähe und quasi auf dem Weg ins Fitti. Und wir zusammen ins Fitti fahren, ein bisschen Ausdauer machen, weil ich wäre eigentlich auch gelaufen, aber es regnet gerade komplett draußen. Also ist es sehr, sehr praktisch, dass ich sie jetzt dazu bewegen konnte, mitzugehen. Jetzt fülle ich mir kurz noch neues Wasser rein und dann kommt die Sarah jetzt auch gleich mich abholen. Sehr cool, Leute. Ich bin echt ein bisschen stolz auf mich, auch wenn ich gerade, muss ich sagen, Ernährung nicht so krass durchziehe. Zum Beispiel heute war ich Sushi essen. Ich habe heute Morgen mit meiner Mom lecker gefrühstückt und auch allgemein so. Gestern war meine Freundin da und wir haben total viel gesnackt und Bachelor geguckt. Aber sowas muss eben auch mal sein und ich will mir keinen Stress machen, wir haben erst Januar. Also ich bekomme das schon hin und dafür ziehe ich Sport gerade richtig gut durch. Und ich bin gerade wieder nach Hause gekommen. Wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, 9:30 oder so. Oder kurz nach 9:30. Sarah hat mich gerade wieder abgesetzt. Wir haben einfach eine Stunde Cardio gemacht. Also wir haben zusammen 4 Geräte, 15 Minuten gemacht. Also Stairmaster, dann waren wir auf dem Fahrrad 15 Minuten, dann Crosstrainer 15 Minuten, am Ende nochmal Laufband. Ich bin so am Upsweaten jetzt, aber es hat echt gut getan und es macht so Spaß und es ist so schön, dass Sarah und ich echt so nah aneinander wohnen. Sie hat einfach mein YouTube-Video auf dem Stairmaster geguckt, da haben wir nämlich nicht geredet. Das nenne ich mal Support. Ansonsten, ich gehe jetzt noch duschen, David ist immer noch nicht da, also der ist immer noch beim Fußball, kommt gleich wieder und dann würde ich sagen,
Ich kann nicht mehr, ich melde mich morgen wieder. Ich muss jetzt mal duschen. Hallöchen nochmal zurück, Freunde. Wir haben heute Freitag. Ich war heute übrigens wieder im Fitti, also sehr, sehr gut. Und jetzt bin ich gerade fertig gemacht und David ist noch gerade dabei, sich fertig zu machen. Und wir machen heute so eine kleine Abschiedsfeier für Annika mit ihren engsten Freunden. Und ja, sie weiß nichts davon, aber wir gehen jetzt alle gleich rüber. Und dann kommt sie gleich mit einer Freundin eben in Köln an. Und dann überraschen wir sie ein bisschen und machen uns alle einen schönen Abend. Und ja, ich hoffe, sie freut sich. Einfach in genau einer Woche fliegt sie. Leute, ich bin so sad. Oh no. Es wird ein trauriges Semester ohne Annika. Ja. Keine Ahnung, ihr habt es ja hier auch auf YouTube mitbekommen, dass wir echt einfach so viel Zeit miteinander verbringen. Und wir haben ja auch schon zusammen den Bachelor gemacht, das wisst ihr ja. Und ja, sind dadurch, dass wir hier nach Köln gezogen sind, einfach, also wir wohnen einfach so nah aneinander. Und das ist einfach so, so cool. Und dann machen wir auch den Master zusammen und so. Das ist einfach alles so cool. Und jetzt ist sie einfach weg, das dritte Semester. Mann, sehr traurig. Naja, aber wie Annika, glaube ich, gestern schon ausgeplaudert hat, die Flüge zu ihr sind schon gebucht nach Lissabon. Und jetzt machen wir uns erstmal heute einen schönen Abend. Hallöchen, Freunde, wieder zurück in meiner Story, beziehungsweise zurück in meinem Video. Ich habe mich gerade fertig gemacht, ich bin schon wieder auf dem Sprung. Heute hat Chrissy Geburtstag und wir feiern in kleiner Runde ihren Geburtstag. Annika und ich müssen noch was für ihr Geschenk besorgen. Und ich mache mich jetzt gleich auch auf den Weg. Ich bin gerade noch kurz mein OOTD am Abfilmen. Ich habe so ein Kleid an, so ein Blazer. Ich weiß noch nicht, ob ich den anlasse. Vielleicht ziehe ich auch ein Cardigan drüber. Ich muss ganz schnell noch kurz hier die Wohnung ein bisschen aufräumen. Und oh Gott, ich bin schon wieder irgendwie spät dran. Ich schreibe Annika mal schnell. Die ist nämlich, glaube ich, schon fertig. Oh Gott, momentan bin ich immer so spät. Das ist gar nicht gut. Eigentlich bin ich gar nicht so. Eigentlich bin ich immer pünktlich. Aber momentan ist mein Zeitmanagement irgendwie nicht das Beste. Kurzes OOTD noch für euch. Ich habe so ein Kleid an. Das ist von Bershka. Das ist so ein bisschen was kürzer. Ich habe extra noch eine Hose drunter. Und ja, das geht jetzt so ein bisschen in die Weite. Mein Fake-Leder-Blazer. Meine Love-Moschino-Tasche. Diese Stiefel hier. Ich liebe die. Das sind so Schnürstiefel. Habe ich euch, glaube ich, auch schon öfter mal gezeigt. Und dann mache ich mich jetzt mal schnell auf den Weg. So, Annika ist jetzt wieder in Annikas Vlog am Start. Und bei Rewe. Annikas Abschiedsvlog. Annikas Abschiedsvlog, ja. Das ist auch der Titel. Ja, irgendwie sowas. Wir kaufen Blumen für Chrissy und Ballons. Das ist nur die Frage, welcher? Und Leute, wurde ich gerade vom Security-Mann gefragt, wie mein Papa heißt. Ich sollte es ihm aufschreiben für seine Tochter. Hi. Mission Ballon. Den haben wir schon mal. Blumenstrauß. Auch Annika hatte übrigens schon einen Blumenstrauß gekauft und den hat sie bei ihrer Mutter liegen lassen. Aber die freut sich, oh mein Gott. Ja. Oh. Oh nein. Dann durch den Sturm gerannt. Sie sind noch ein bisschen verkatert von gestern. Ja, das ist schon wild. Ich habe ein bisschen was gefilmt. Ja? Ja. Also, sehe ich ja dann. Es war wie ein bisschen so viel durcheinander getrunken. Ich meine, ich bin heute Morgen so aufgewacht und meinte so, boah, ich habe ja gar nichts getrunken. Und dann habe ich so angefangen aufzuzählen. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, irgendwie war es dann noch. Wir müssen das Ganze noch verkraften, bevor wir gleich weiter trinken. Wir können auch jetzt schon weiter trinken, ich war schon. Vielleicht auch was essen. Ja, es gibt Snacks. Leute, wie findet ihr den Luftballon? Ich finde den total witzig. Ich finde den Luftballon voll cool. Guck mal, fürs Thumbnail. Cool! Warte, ich muss noch die Blumen. Okay, kriegst du es gehalten?
Opfer. Wir sind schlechte Freunde. Wir schreiben die Geburtstagskarte in der Bahn. Kann man das erzählen? Nein? Eigentlich machen wir sowas nicht. Es war aber last minute, Freunde. Annika hat die Geburtstagskarte bei ihrer Mama. Mit dem Blumenstrauß. Toll machst du das. Das ist so hässlich. Wir wünschen dir... Guten Morgen, Freunde. Wir haben heute Montag, also ein neuer Start in die neue Woche. Und da bin ich jetzt erstmal ins Fitti. Wir sind gerade eigentlich aufgewacht vor ein paar Minuten. Danach würden wir gleich noch einkaufen gehen. Brauchen noch ein paar Sachen. Und daneben ist eigentlich direkt ein Supermarkt. Eigentlich ganz praktisch. Let's go. Fitti Session ist beendet. Wir gehen jetzt noch kurz einkaufen. Wir brauchen Erdbeeren. Habt ihr schon Erdbeeren dieses Jahr gekauft? Ich meine, die sind zwar noch nicht so richtig süß und so, aber für unser Frühstück. Oh Leute, schaut mal, hier gibt es einfach diese Rocker-Pizza. Meine Schwester Melanie hat mich letztens gezeigt. Also Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die schon mal probiert habt und wie ihr die fandet. Ich glaube, nächstes Mal nehme ich mal die Margarita mit. Wir hatten Bruschetta noch nicht. Ofenbrot, Leute. Ofenbrot kann ich euch sehr empfehlen. Das ist das Beste. Das. Wir haben sehr viel Ofenbrot immer zu Hause irgendwie. So lecker. Mediterrane Kirschtomaten hatten wir auch noch nicht. Und das mit dem Pilz hatten wir auch noch nicht. Aber das finden wir nicht, ne? Nicht. Oh, doch, da. Oh. Der heilige Gral. Sogar vegan. Verpisst euch. Ich werde das nicht. Nein, aber wir brauchen auch das hier. Dann hol noch eins davon. Ich bin ein Pilz weg. Echt? Ich muss hier alles probieren. Okay. Ich muss hier alles probieren. Aber welche? Mediterrane Kirschtomaten oder Bruschetta? Bruschetta. Was denn jetzt? Zeig mal. Das sieht irgendwie leckerer aus. Okay. Oder? Ja, okay. Gut zu wissen, dass wir hier das Pilzteilchen finden. Oh Gott. Ich kaufe nur Tiefkühlein, was ist denn los? Ich brauche auf jeden Fall noch Quark, weil ich wollte unsere Protein-Pancakes zum Frühstück machen. Und ich benutze dafür richtig gerne diesen Main-Kuh-Quark. Ja. Weil dann haben die Pancakes direkt so einen Geschmack. Also entweder nehme ich Vanille, glaube ich, oder Erdbeer. Mal gucken, was es hier gibt. Und dann auch nochmal ein Quark. Guckt mal, Leute, das kann ich euch auch richtig empfehlen. Diese Surimi-Sticks. Du willst hier einfach mit so verschiedenen Editionen sozusagen. Ich kenne nämlich nur die hier hinten, diese mit Cocktailsoße. Hier ist hier aber noch mit süß-sauer und hier einfach mit Wasabi. Auch sehr nice. Ich nehme aber immer die hier. Wir sind jetzt übrigens wieder zu Hause vom Einkaufen und ich mache gerade die Protein-Pancakes. Ich kann euch gerne nochmal kurz das Rezept gleich zeigen. Beziehungsweise für eine Portion braucht man eigentlich einfach 2 Eier, 125 Gramm Magerquark. Ich habe jetzt aber zum Beispiel ja diesen hier benutzt. Den findet ihr zum Beispiel auch bei Edeka oder bei Rewe. Gibt es halt mit verschiedenen Geschmäckern. Kann man auch so zum Beispiel ganz gut essen, wenn man nur Quark essen möchte, finde ich. Hat wahrscheinlich nicht ganz so krasse Werte wie Magerquark, aber ich finde trotzdem echt gut. Und dann noch 25 bis 30 Gramm Mehl oder man kann es auch, also man kann auch Proteinpulver nehmen oder man kann es auch mischen. Ganz wie man möchte. Ich mache jetzt ein bisschen mehr. Also ich mache, glaube ich, 2,5 Portionen, weil David halt ein bisschen mehr isst. Und genau, so sieht's aus. Ich würde sagen, übrigens einfach noch von so einer Kooperation mit Maikraut so ein Gewürz, das heißt Salted Caramel Spice. So sieht das aus. Und ich glaube, davon gebe ich auch noch ein bisschen in die Pancakes rein. Könnt aber natürlich zum Beispiel auch das Ganze mit so Chunky Flavor oder so machen. Das benutzen, glaube ich, auch einige von euch. Das kann man natürlich auch echt gut nehmen, wenn man noch so ein bisschen mehr Geschmack im Teig haben will. Oder, das habe ich auch schon oft gemacht, ist, dass ich einfach so ein bisschen Backkakao reinmache. Der hat halt einfach ja, bessere Werte sozusagen als normaler Kakao. Also da ist nicht so viel Zucker enthalten. Und dadurch werden die Pancakes halt so ein bisschen schokoladig und die sind dann auch eben so schön braun. Ich
Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Macht auf jeden Fall noch ein bisschen Backpulver rein. Das hatte ich gerade bei denen noch nicht drin. Das sind die nämlich sehr flach. Und wenn ihr was Backpulver reinmacht, dann werden die so richtig schön fluffig. Ich würde sagen, wir probieren mal kurz zusammen was. Ja. Ich hatte nämlich einfach von einer Followerin sozusagen Getränke geschickt bekommen. Ich erkläre euch das gleich mal genauer. Auf jeden Fall sind das alles Zero-Getränke. Einmal Kona Marshmallow Flavor. Ich glaube, das probiere ich. Das interessiert mich am meisten. Dann haben wir hier noch Cola Strawberry Cream. Dann, das hier kennt ihr vielleicht, Coca-Cola Zero Raspberry. Und dann noch Cola mit Kaffee. Auch Zero natürlich. Und ich würde sagen, wir probieren den hier. Okay, ich erkläre euch das Ganze ganz kurz, wie das zustande gekommen ist. Und zwar mache ich ja ab und zu mal diese Insta-Sales auf meinem Instagram, wo ich ein paar Klamotten verkaufe und so. Und da war eben auch eine dabei und ich habe ihr was verkauft und dann hatte ich ein bisschen mit ihr geschrieben und so und sie wollte mir unbedingt so ein kleines Päckchen zuschicken mit so Zero-Getränken, weil ich glaube, sie wohnt in der Nähe zur Grenze zu Holland und geht wohl da für ihre Familie auch ab und zu einkaufen. Ich glaube übrigens, sie folgt mir nicht auf YouTube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, sie ist eher von Instagram. Und ja, sie hatte da mit mir einfach hin und her geschrieben und ich will eigentlich gar nicht, dass sie mir ein Paket sendet oder so, aber sie wollte unbedingt und dann dachte ich, das ist ja wirklich super, super lieb und ich habe mich auch so krass gefreut. Sie hat noch so ein kleines Zettelchen dazu geschrieben. Ich hatte euch das kurz auf Instagram in der Story gezeigt und ja, ich fand es ultra lieb, weil bisher, also ich trinke natürlich hauptsächlich Wasser, aber ich würde sagen, dass ich schon so einmal am Tag irgendwie so ein Getränk trinke, auch wenn es leider nicht so gesund ist, aber ja, naja, auf jeden Fall dachte ich, wir probieren das Ganze zusammen. Ich mache es schon mal kurz auf und ich wollte mir noch kurz eine Haarkur in die Haare machen. Ihr seht, meine Haare sind wirklich klatschig, also sieht vielleicht jetzt nicht so, okay doch, sieht schon krass aus, aber naja. Das Ganze erstmal auf. Es riecht eigentlich hauptsächlich nach Cola. Oha, also es schmeckt nach Cola und so im Nachgang schmeckt es irgendwie nach, wie heißt dieser Schaumstoff, den man so, also diese Gummibärchen, diese Schaumstoff-Gummibärchen, wisst ihr, was ich meine? Dieser Speck, sowieso so Mäusespeck so ein bisschen, aber dieser rosane. Ja, okay, eigentlich schmeckt es wie diese kleinen Marshmallows. Also, vielen Dank, falls du das doch sehen solltest hier. Ich freue mich voll. Voll cool, warum gibt es so coole Getränke in Holland und warum gibt es hier nicht so coole? Naja, auf jeden Fall mache ich mir jetzt noch meine Haarkur in die Haare und dann lasse ich das Ganze ein bisschen einwirken. Und danach muss ich dann duschen. Und bevor Fragen zu den Wimpern kommen, ich glaube, das hatte ich nicht gezeigt, das sind diese hier von Catrice. So sehen die aus. Insta-Volume heißen. Ich meine, die kosten 3,45 €. Die sind sehr, sehr nice. Ich habe die heute das erste Mal benutzt. Normalerweise hatte ich immer die in dieser lilanen Verpackung. Also die finde ich echt, vor allem für den Alltag, so perfekt. Die könnte ich jetzt auch einfach so jeden Tag tragen. Also ich trage ja nicht jeden Tag Wimpern, aber ihr wisst, wie ich meine. Ansonsten dachte ich, wir quatschen noch mal kurz ein bisschen. Heute ist, was haben wir heute? Dienstag. Dienstagabend. Da hat es gerade zum Fußball gefahren. Und ich wollte jetzt noch so ein bisschen aufräumen, ein paar Dinge erledigen. Ich muss noch ein paar Sachen am Laptop machen. Ich wollte das Video hier schon mal so ein bisschen anfangen zu schneiden und, und. Und, morgen, Leute, verabschiede ich mich einfach wahrscheinlich schon von Annika. Och, Leute, ich bin so traurig, wirklich. Ich glaube, ich kann es noch gar nicht so richtig realisieren. Ich glaube, sie auch nicht. Aber für sie wird es ultra cool. Aber ich glaube, ich verstehe es noch gar nicht so richtig. Und erst, wenn sie dann so da ist. Aber naja, so ist das. Hattet ihr das auch schon mal, dass irgendwie eure beste Freundin ins Ausland gegangen ist? Und ja, wie war die Zeit so für euch? Ich werde das Ganze schon überleben, aber natürlich ist man trotzdem traurig, vor allem. Ich glaube, ihr versteht das schon. Es ist halt einfach so, dass wir so extrem viel Zeit miteinander verbringen und sie auch so eine krasse Bezugsperson für mich ist und ich mit ihr so über alles reden kann. Und klar, das kann ich auch weiterhin, das kann man natürlich auch über WhatsApp, aber es ist halt gerade einfach ultra schön, weil wir so nah aneinander wohnen und wir werden wahrscheinlich nie wieder in unserem Leben
so nah aneinander wohnen und die Zeit so genießen können, wie jetzt gerade als Studenten und so, denke ich halt immer. Aber naja, so ist nun mal das Leben, so ist es. Da kann man nichts dran ändern und ja. Dann seht ihr Annika wahrscheinlich auch einen längeren Zeitraum mal nicht mehr. Aber ich komme sie natürlich auf jeden Fall besuchen in Lissabon. Ich habe einen Flug schon gebucht im Mai. Und ich wollte auch auf jeden Fall eigentlich noch einen im März buchen. Aber das habe ich noch nicht getan. Ich finde die übrigens wirklich extremst gut. Ich weiß nicht, ob mein Rabattcode noch gilt. Laura Larosé war der einfach. Ich habe dann halt die Maske auch noch so 16 Euro oder so gekostet. Und wirklich, ich sag's euch, ich habe die jetzt schon 3 oder 4 Mal diese Packung hier benutzt. Und sie ist wirklich noch so voll. Also da ist so extrem viel drin. Die hält extrem lange. Ansonsten, Leute, war ich übrigens heute wieder beim Sport. Ich weiß gar nicht, habe ich heute überhaupt gevloggt? Ich bin gerade irgendwie voll am Überlegen. Ich habe nämlich heute ein Video gedreht, beziehungsweise ein Video angefangen zu drehen, auch für YouTube, mit richtig coolen Rezepten. Also ich möchte so ein Diät-Rezepte-Video machen, weil ich genau weiß, dass ihr sowas gerne mögt. Und habe heute das erste Video, beziehungsweise das erste Rezept schon mal abgedreht. Das sollen aber mehrere Rezepte in ein Video kommen. Und ich glaube, ich habe das noch gar nicht... Ich glaube, das ist das, was ich heute gefilmt habe. Und ich habe noch gar nicht heute gevloggt. Also sorry, falls es jetzt ein bisschen durcheinander ist, aber... Wir haben heute den nächsten Tag. Ich war auf jeden Fall heute auch wieder beim Sport. Morgen gehe ich auch auf jeden Fall. Donnerstag will ich aussetzen. Freitag will ich gehen. Samstag aussetzen. Sonntag will ich eigentlich auch gehen. Also 5-mal die Woche. Gucken, ob ich das durchhalte und wie lange. Und dann würde ich sagen, melde ich mich einfach, denke ich mal, morgen wieder. Ich zeige euch auf jeden Fall nochmal Annika. Und ja, irgendwie echt traurig. Wenn ich jetzt so nachdenke, dass ich ihr Tschüss sagen muss, dann werde ich ganz sad. Ich hoffe, ich muss nicht weinen. Guten Morgen, Leute. Wir haben heute Mittwoch, ein neuer Tag. Und ja, ich war gerade schon beim Sport, habe mich jetzt gerade ein bisschen fertig gemacht und will noch ein anderes Video drehen, beziehungsweise ein anderes Video weiterdrehen, wieder mit einem Rezept. Und das Ganze werde ich jetzt abfilmen. Das Video wird, denke ich mal, nächste Woche dann online kommen. Ansonsten kommen heute Abend noch zwei meiner Freundinnen und wir bestellen wahrscheinlich Sushi zusammen. Ich freue mich sehr doll und gucken Bachelor. Genau. Und übrigens, ich mache ja jedes Jahr so ein Fotoalbum, das wisst ihr ja. Und ich habe das von dem letzten Jahr einfach noch nicht gemacht und das ist eine Katastrophe. Normalerweise mache ich das immer während dem Jahr und drucke so alle 3 Monate Bilder aus und gestalte das Ganze dann. Und irgendwie habe ich es einfach letztes Jahr nicht geschafft und ich habe es irgendwie vor mir hergeschoben und es muss aber jetzt in Angriff genommen werden. Ich habe jetzt auch eine Polaroid-Kamera und habe da auch schon ein paar coole Bilder. Und übrigens, ich habe auch noch eine Sequenz passend zur Polaroid-Kamera, die ich irgendwie nie mit reingenommen habe. Und eigentlich würde das jetzt ganz gut passen. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Schwenker jetzt in die Vergangenheit. Oh, ich bin gerade nach Hause gekommen. Und da meinte, dass 2 Pakete mir beim Nachbarn liegen. Und ich habe die gerade abgeholt. Und ich meinte, habe mir halt so ein Bild geschickt. Und meinte, er ist von Amazon für dich. Jetzt meinte er, es wäre für mich. Ich soll es aufmachen. Oh, wie lieb. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich dachte, wir machen es zusammen auf. Ich stelle euch mal hier ab. Oh, ein bisschen gucken wir die Adresse hier. Ja, sorry, ich sehe ein bisschen ranzig aus. Ich habe ganz gut gelernt und da war das bei Freunden. Oh nein! Oh nein! Oh nein, das ist viel zu groß! Oh Leute! Und das sind 2 Pakete und das erste ist, oh, das erste sind, für, oh nein, Leute, ich hätte so ein schlechtes Gewissen, das ist viel zu groß. Leute, ich wollte immer schon seit Jahren so eine Instax-Kamera haben. Da wollte ich mir irgendwie auch schon öfter mal eine schenken. Ich meinte mal so, nee, Quatsch und so. Irgendwie hatten wir letztens nochmal drüber geredet. Dann meinte ich so, dass, wenn, dann würde ich mir eine weiße holen. Früher dachte ich immer so, dass ich die rosa am schönsten finde, aber irgendwie mittlerweile, keine Ahnung. Ich finde immer die Weiße am coolsten. Und ich mache ja auch so gerne Fotos und so. Oh nein! Das war viel zu groß. Das ist einfach die Kamera und hier ist einfach sogar noch eine Tasche. Und so Film. Och nein, ich habe ganz schlecht gesehen.
Oh, so cool. Oh, Leute, das ist nicht so lieb. Oh, das ist echt süß. Oh, das ist echt süß. Cooli! Irgendwas kam mir dabei schon nicht ganz koscher vor, dass er so, weil eigentlich, so da ist nicht so wie ich, so der bestellt sich also sehr selten was und wenn, dann weiß ich es eigentlich und ich dachte mir schon so, hä? Und der wollte auch unbedingt irgendwie, dass ich es abhole. Muss ich jetzt erstmal schreiben. Oh Mann, Leute, ich freue mich auch voll. Ich muss ihn kurz schreiben und dann können wir uns die zusammen mal angucken. Hey, wie lustig, voll cool, dass ich das jetzt aufgenommen habe. Ich freue mich wirklich ultra doll, Leute. Ich wollte schon immer eine Instax-Kamera haben. Aber irgendwie war ich immer so zu geizig dafür. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich es mir einfach nie geholt. Ich muss mal schauen, wie die aufgeht. Ich finde das so schön. Ich finde es so eine coole... Ich weiß nicht, ich finde es so cool. Ich mag so Retro-Kameras auch. Cool. Oh mein Gott, ich muss das mir gleich erstmal alles in Ruhe angucken. Da ist sie. So cool. Ich weiß, Leute, diese Kamera hatten vor 3 Milliarden Jahren schon alle Leute, aber ich hätte sie nie und ich finde sie so cool. Ich finde diese Polaroid-Bilder einfach so cool. Vor allem einfach so mit einer Tasche. Och Mann, oh, so cool. Und ja, jetzt wisst ihr auch, wie es dazu gekommen ist, dass ich eine Polaroid-Kamera habe. Ich habe mich so gefreut, Leute. Das habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr oft in dem Video gesagt. Und ja, jetzt wisst ihr Bescheid, was es angeht. Ich dachte, ich enthalte euch diese Sequenz nicht vor... Abschiedsvlog. Der Abschiedsvlog. Guck mal, wie weiß ich bin. Ich habe gar nichts mehr. Ja. Ja. Oh, der letzte Spaziergang. Oh nein. Ich könnte jetzt auch schon ein bisschen heulen. Annika hat den ganzen Tag wohl schon geweint. So traurig. Eigentlich dachte ich, ich muss nicht weinen, aber stell dich um die Dauer. Also eigentlich dachte ich, ich muss weinen, aber ich kann mich zusammenreißen. Das dachte ich auch den ganzen Tag. Ich war den ganzen Tag so, du weinst jetzt nicht. Und dann, ja, ich sah den ganzen Tag aus wie so ein Glubschfisch. Und meine Augen waren so, ja, sind sehr geschwollen jetzt. Ja, es ist wirklich sehr gut. Die YouTube-Leute werden dich bestimmt auch vermissen. Du musst einfach jeden Monat kommen. Niemand wurde so oft gezeigt wie du. Hi! Ja. Komm noch ganz groß raus. Cool. Sad. Wir machen gleich noch ein richtiges Tschö. Stell dir auch vor, ich stehe um 12 Uhr am Freitag bei dir. Nein, okay. Dann geht das lieber. Okay.